So, Fackelrand, out of Fackel. Ja, hier einfach mal kurz stehen geblieben. Einfach mal Kohle rein, einfach mal Stickies rein. Und einfach mal neue Fackeln und passt. Alter, hier geht's auch noch wieder weiter. Nein, ich will auch langsam nicht. Und immer noch kein Redstone, keine Diamanten oder so, aber Gold und Eisen. Nonstop. Naja. Alles klar, jetzt weiß ich aber wenigstens, was das für ein Geräusch war. So, nach der Aufnahme muss ich dann erstmal mein Höschen wechseln, aber gut. Nein, war Spaß. So, das Eisen nehmen wir mal mit hier. Ah, können wir mal gebrauchen. So, 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 so. Und das hier. Ah, die Kohle lasse ich erst einmal in der Wand. In der Wand. Oh, wie er wieder lustig ist. Ja. Eisen, na klar, da bin ich sofort dabei. Das hätte jetzt noch gefehlt, dass er eine um die Ecke steht. Gold auch. Und ich habe gesehen, da hinten ist gleich der nächste Graben. Also langsam komme ich wirklich auf die Idee, hier mir irgendwo so eine Zwischenstation oder sowas hinzusetzen. Denn ich glaube, oben war ein Creeper. Denn jetzt werden die Wege, die Laufwege echt groß. Nein, da war kein Creeper. Aber schon wieder dunkel. Nein, da oben war kein Creeper, weil der da unten ist. So. Der ist hier. Der ist hier! So, hier eine Fackel, da eine Fackel. Alter! Nein! Oh, shit. Okay, Gronkh hat die Hühnerhöhle, ich habe die Creeperhöhle. Jetzt einfach mal so als Spaß gemeint. Hui, wie das hier noch weiter runter geht, ey. Okay, Leute, ich denke mal, ich werde aus dieser Höhle niemals wieder hinausfinden. Bisschen höher. Alter, was ist da denn nicht in Ordnung? Ich sehe da hinten schon den zweiten. Da, ich weiß nicht. Wenn ich ranzoome, kann man das sehen? Da ist der zweite. Oh, oh. Hat der Fokus? Nein, hat er nicht. Okay. Dann haben wir wenigstens den einen schon mal. Zwei. Und eine Spinne habe ich da doch auch schon gesehen. Was ist denn hier los? Ja, komm. Bei den Spinnenkriebern und wie heißen die anderen Spinnenkrieper und Skeletten, mit denen habe ich es irgendwie. Hier mal ein bisschen ausleuchten. Gold. Gold, Diamanten, unglaubliche Schätze. Creeper, nein, doch nicht. Das hätte jetzt noch gefehlt. Eisen. Ich traue dem Braten da hinten nicht. Einer war noch da. Mindestens einer. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten erwischt habe. Das ist das Problem gerade. Nein, da. Okay, das ist der nicht angeschlagene gewesen. Ich hab's geahnt, ey. Ich hab's gewusst. Da unten auch schon wieder weiter. Und da ist der. Der müsste angeschlagen sein. Zack, Headshot, sei doch. Ja. Was ist denn hier schon wieder? Ja, was ist denn hier schon wieder? Ja. Genau. Zisch du, Mann. Nee. Geht doch. Alter, ey, was? Das ist hier doch nicht mehr normal, oder was? Also, manches Mal läufst du über die Map oder in die Höhlen rein und denkst so, hab ich eigentlich, was hab ich denn jetzt in dem Modus stehen? Easy, normal, oder hast du vergessen, bist nur ein Peaceful und dann andere Tag denkst du so, spiele ich hier auf Hardcore oder was? Ja, das Wasser würde ich eigentlich ganz gerne ausmachen, weil
Ach, du ahnst es nicht. Hallo? Und da hinten war ja auch noch und überhaupt und auch mal. So, dann mal schönen Dank an die Menschen, die gesagt haben, Mensch Tobi, ja, ich wollte sagen, schönen Dank an die Menschen, die gesagt haben, Mensch Tobi, guck doch mal einfach in deine Höhle da rein. Ach, da oben ist noch eine Spinne. Und ein Creeper. Und Obsidian. Geil, wir haben Obsidian gefunden. Nur noch leider mal keine Diamanten. Aber wie ich sagte, sagte ich schon, dass meine Framerate immer abbricht, einbricht. Hallo Skelett. Wie der mich treffen konnte. Sowas aber auch. Das ist der gar nicht. Ist doch noch ein Spider oder was? Wo ist der Heckenschütze? Und hin. Ja, wie gesagt. Ich bin runtergefallen, verdammt. Wie gesagt, nochmal schönen Dank an die Leute, die gesagt haben, Mensch, Tobi, guck doch mal in die Höhle da unter deinem Haus. Ich hätte jetzt gerade schwören können, dass hier schon wieder ein Pfeil angeflogen kommt. Und da ist Redstone. Den ich ja unbedingt haben wollte. Ne? Also, wisst ihr Bescheid? Ihr seid jetzt schuld, dass wir jetzt hier 3 Millionen Folgen in einer Höhle sind, weil diese Höhle einfach monstermäßig riesengroß ist. So, Gold, das nehmen wir natürlich mit. Und ja. Also, ich weiß noch nicht genau, wie und ob ich das so machen werde, wie mein Gedankengang gerade ist. Aber es dauert ja immer sehr, sehr lange, bis man Obsidian abgebaut hat. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich den Obsidian-Abbau dann offscreen oder nicht, um einfach mal 10 so eine Dinger zusammenzukriegen für so ein Ullit-Portal. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Hier ist Redstone. Immer noch. Ich finde hier nie wieder raus. Gib mir den Redstone. Jawohl. Gib mir das Gold. Gib mir den Zombie. Komm her. So. So hat der jetzt nur 2 gebraucht. Dann war der schon angeditscht. Obsidian, Obsidian. Überall Obsidian. So, das Gold nehmen wir mal mit. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie viel Redstone benötigt man eigentlich für so einen Kompass? Einen, glaube ich. So, das nehmen wir erstmal weg. Ja, scheiße, die Fackel. Wo? Sehr dicht auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was es war. So, das knipsen wir mal aus hier. Irgendwie. Da! Ja, ja, komm. Du kriegst gleich noch einen. Du triffst mich doch eh nicht, blinde Nuss. So, jetzt kannst du kommen. Warum kommt er jetzt nicht? Wo läuft denn hier noch? Ach, hier! Da lief noch das Wasser fröhlich raus. So, komm her. Kunde. 2 und 3. Und ist das am Lacken hier. Alter, hat der sein Material hier verschossen. Redstone. Und noch mehr Redstone. Und noch 4 mehr Redstone. Hier drüber befindet sich Wasser. Hm, Wasser plus stehende Lava ist gleich Obsidian. Ob ich das mal mache? Ey, was ist hier denn? Ach so, hier ist der Teil. Da knurrt doch schon wieder so ein Kollege. Also die ganze Höhle kriege ich nie im Leben erkundet. Niemals. Boah. So, pass mal auf. Ich werde das jetzt mal wirklich folgen machen. Ich werde mir jetzt hier nochmal ein bisschen Redstone klauen. Um gegebenenfalls auch ein paar Schaltungen zu machen. Und dann werde ich erst einmal auf den Rückweg begeben. Er sagte auf den Rückweg. angenommen, ich finde hier raus, heißt das. Da ist nix. Da hinten ist schon wieder so komisch hell. Waren wir da schon mal? Von rechts? Keiner da. So. Den nehmen wir mal weg. Hier ist eine Fackel. Oh mein Gott, wo bin ich denn nun schon? Ey, lach mich kaputt. Wie dicht ich jetzt plötzlich an meiner Behausung bin. Ich hoffe, der ein oder andere von euch, der sich das anschaut, weiß jetzt ehrlich, so wie ich, wo wir sind. Das
ist ja geil. Also wir hätten in den letzten Folgen hier schon landen können, sollen, müssen, wie auch immer. So, wie gesagt, erstmal Redstone. Das, was ich jetzt mache, ist saugefährlich, Leute. Also, weil direkt darunter kann immer mal Lava sein. Ja, der Redstone, der da verglüht, lassen glühen, ist egal. Normalerweise findet man ja eigentlich pro Map so unglaublich viel Redstone. Das ist schon teilweise echt nicht mehr normal. Boah, Alter. Nein, ich habe mich jetzt nicht erschrocken oder so. So, pass mal auf, wir machen mal dicht. So. Ja. Ich denke mal, ich bin jetzt bei 36 Minuten Aufnahme. Das reicht dann wieder für 2 neue Folgen. Habe ich mich erschrocken, ey. Knallte hier plötzlich hinter mir was. Alter, ich kümmere mich auf jeden Fall, versprochen, um den Sound. Hier sind wir beim letzten Mal hoch, da war das Skelett und der Creeper und so weiter und irgendwie so ein Zeugs. Ich sehe mal zu, dass ich jetzt erstmal aus dieser Höhle rauskomme. Irgendwie. Natürlich nehme ich das Eisen mit. Ja, das kann man immer gut gebrauchen. So, theoretisch, aber wirklich nur theoretisch, müsste hier Eisen drin sein. Nein, theoretisch müsste das der Weg nach draußen sein. Ich glaube es zumindest. Ey, Leute, es tut mir wirklich leid für diese Luck Parade hier gerade. Ich habe keine Ahnung, was hier diese Frame-Einbrüche, Sound-Einbrüche und so weiter verursacht. Also, ich kann es nur noch einmal wieder betonen. Ich habe den Ambi-Mod unter Wind. Ja, dann spiel doch ohne, Tobi. Tu uns den Gefallen. Ja, könnte ich machen, aber... Ich finde, der Ambi-Mod, ja, dann braucht man keine Musik im Background einspielen oder irgendwas. Das ist schon eine feine Sache so an sich. So, und wir sind tatsächlich wieder da, wo wir hergekommen sind. Das ist unglaublich. Ich hätte das nie gedacht, dass ich da wieder rausfinde. So, Dalle. Ob wir das nächste Mal, die nächsten Folgen, in eine Höhle, in diese Höhle gehen, wage ich gerade mal zu bezweifeln. Ich werde wohl einen Kompass craften, eine Karte craften, und dann, denke ich mal, werden wir uns mal in den nächsten Folgen ein wenig auf Erkundungstour begeben, bevor wir dann wieder mal ein wenig am Haus und so weiter arbeiten, denn, so ganz gefällt mir das hier alles natürlich auch noch nicht. Das ist auf jeden Fall keine Endfertigung.